Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein amerikanisches Verkehrsflugzeug mit 144 Menschen an Bord ist auf der Azoreninsel Santa Maria abgestürzt. Es wird befürchtet, dass niemand das Unglück überlebt hat. Die Maschine der US-Gesellschaft Independent Air Corporation war in Bergamo in Italien gestartet und auf dem Flug in die USA. Nach Informationen portugiesischer Behörden ersuchte der Pilot der Boeing 707 den Flughafen von Santa Maria um Genehmigung für eine Notlandung. Der Grund des Notrufs ist noch unklar. Etwa 7 Kilometer vor dem Flughafen prallte die Maschine gegen den Berg Pico Alto und fing Feuer. Nach ersten Angaben von Rettungsmannschaften sind die Wrackteile über ein weites Gebiet verstreut. Bisher wurden keine Überlebenden gefunden. Der politische Aschermittwoch stand heute ganz unter dem Eindruck des Wahlausgangs in Berlin. Auf der traditionellen Kundgebung der CSU in Passau forderten der bayerische Ministerpräsident Streibel und der Parteivorsitzende Weigel deutliche Korrekturen der Bonner Politik. Man müsse sich wieder mehr um die Stammwähler kümmern und endlich die Wende in der Innen- und Rechtspolitik vollziehen. Dagegen warnte Bundesaußenminister Genscher auf der FDP-Veranstaltung in Bayerbach vor opportunistischer Anpassung an politische Ränder. Er riet dazu, Kurs zu halten. Aber auch bei SPD und Grünen in Vilshofen ging es um Auswirkungen der Berlin-Wahl. Die Republikaner, die mit ihrem Einzug in das Berliner Abgeordnetenhaus die größte Überraschung dieser Wahl waren, versammelten sich in Kamm. Der bayerische Defiliermarsch leitet jedes Jahr in Passau eine Art politischer Fastenpredigt ein, in der die CSU sich mit ihrer Rolle in der Politik auseinandersetzt und ihr Verhältnis zu den anderen Parteien bestimmt. Erstmals musste es ohne Strauß gehen und, immerhin, 8000 Menschen wollten hören, wie seine Nachfolger in Passau bestehen. Kampfbereit und selbstbewusst, so zeigte sich CSU-Chef Weigel, entschlossen, mehr CSU-Gewicht nach Bonn zu tragen. Und wir stehen im nächsten Jahr vor dem entscheidenden Ziel, dass wir alles tun müssen, dass in der Bundesrepublik Deutschland ohne und gegen CDU/CSU nicht regiert werden kann. Wir wollen Deutschland nicht nochmal in eine Situation bringen, wie wir es 1982 übernehmen mussten. Und das heißt nach Weigel Kurswechsel vor allem in der Rechts- und Innenpolitik. Wenn die FDP die Außenpolitik beachtlich mitbestimmt, wenn die FDP in der Wirtschaftspolitik beachtlich mitbestimmt, dann verlangen wir, dass nicht auch noch in der Innen- und Rechtspolitik durch das Veto der FDP das verhindert wird, was CDU- und CSU-Politik in dem Feld dann eigentlich darstellt. Ganz oben auf der Wunschliste der CSU steht dabei eine Ergänzung des Asylrechts und ein neues Ausländerrecht. Ich wiederhole nochmals, mit uns gibt es kein Ausländerwahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Trotz allem setzt die CSU heute in Passau eher auf Selbststärkung, denn auf die offene Feldschlacht. Eher beiläufig setzte man sich mit den Republikanern auseinander. Die Republikaner sind eine Stimmungspartei ohne Programm und ohne Profil. Und ihr Bundesvorsitzender war zwar überall dabei, aber er hat nichts dazugelernt. Die CSU zeigte sich überzeugt, in Bayern hätten die Republikaner keine Chance. Doch die zeigten die Symbole ihres Berliner Erfolgs und dessen Zutaten stolz vor 4000 Zuhörern in Kam. Wir fordern die Einführung des Schweizer Rotationsprinzips. Wir fordern Zeitverträge für Gastarbeiter. Daneben gab es noch reichlich Äußerungen zu dem, was in Kam deutsche Geschichte genannt wurde. Auf nur rund 300 Getreue brachte es die FDP in Bayerbach. Ein trotzdem gut gelaunter Genscher, ganz auf Koalitionsharmonie gestimmt, beschwor den Kurs der Mitte fortzusetzen. Die Wähler haben uns gewählt, damit wir zusammen regieren und damit wir nicht gegeneinander arbeiten. In Vilshofen attackierte dann vor ungefähr 800 Anhängern Bayerns SPD-Chef Schöfberger CSU, Gesundheitsreform und Republikaner. Diese braunen Sumpfpflanzen gedeihen nur auf dem Bodenraben schwarzer Politik. Die Bundesregierung hat die Pläne zum Bau einer Kurzstreckenrakete, die einen konventionellen Sprengkopf etwa 500 Kilometer weit tragen könnte, vorerst zu den Akten gelegt.
Bundeskanzler Kohl und Verteidigungsminister Scholz haben nach Angaben von Regierungssprecher Ost heute entschieden, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. Über die Studie zu der Rakete hatte gestern das ARD-Magazin Report berichtet. Was nach dem Willen der beteiligten Rüstungsfirmen streng vertraulich bleiben sollte, hat durch die ARD-Sendung Report in Bonn hohe Wellen geschlagen. Eine Studie über eine neue, zielgenaue Rakete für die Bundeswehr mit knapp 500 Kilometern Reichweite. Gleich am Morgen kamen Bundeskanzler und Verteidigungsminister zu dem Schluss, dass das Raketenprojekt nach dem Bekanntwerden die Abrüstungsdiskussion belastet und politisch nicht zu halten ist. Es soll vorläufig nicht weitergeführt werden. Ich bin der Meinung, dass wir im Augenblick im Hinblick auf die bevorstehende Konferenz über konventionelle Rüstungskontrolle, bei der ja auch die Frage niedrigerer Obergrenzen, Abrüstung also im Bereich der Luftwaffen, mit auf dem Fahrplan steht, dass wir im Augenblick hier auf die Realisierung dieses forschungsmäßig abgeschlossenen, aber bisher ja nicht realisierten Programms zunächst verzichten können, in der Hoffnung, dass es einmal ganz entbehrlich wird. Nachdrücklich wehrte sich die Bundesregierung gegen den Verdacht, dass durch eine Zusammenarbeit zwischen MBB und dem Pershing-Hersteller Martin Marietta eine neue Atomrakete geplant gewesen sei. Das ist definitiv auszuschließen. Das gesamte Forschungsprogramm ist von Anfang an, das geht bis in den Anfang der 80er Jahre zurück, ist von Anfang an ausschließlich konventionell ausgelegt worden. Für uns Deutsche stand und steht niemals die Entwicklung einer nuklearen Rakete zur Diskussion. Die deutsche und die amerikanische Rüstungsindustrie haben sich von dem Raketenprojekt möglicherweise Aufträge in Milliardenhöhe versprochen. Daraus wird jetzt nichts werden. Aber auch so war das ganze Projekt schon teuer genug. Es hat den Steuerzahler bereits über 100 Millionen Mark gekostet. Als ungerechtfertigt hat Israel die amerikanische Kritik an Menschenrechtsverletzungen in den besetzten arabischen Gebieten zurückgewiesen. Die Vorwürfe beruhten auf einem Zerrbild. Die US-Regierung hatte in ihrem Jahresbericht über die Einhaltung der Menschenrechte in aller Welt das Vorgehen der israelischen Armee gegen die aufständischen Palästinenser ungewöhnlich scharf angeprangert. Die Streitkräfte seien unerfahren in der Kontrolle eines Aufruhrs. Dies habe viele vermeidbare Todesfälle und Verletzungen zur Folge gehabt. Fortschritte bei den Menschenrechten sieht die US-Regierung dagegen in der Sowjetunion. Es fehlten dort aber noch Garantien zum Schutz des Einzelnen gegen den Staat. Dem sowjetischen Friedensnobelpreisträger und Atomphysiker Andrei Sacharow wurde heute von der italienischen Universität Bologna die Ehrendoktorwürde verliehen. Sacharow wurde wegen seiner Verdienste für die Wissenschaft und für den Frieden geehrt, heißt es in der Urkunde. In seiner Rede verurteilte Sacharow die Festnahme zahlreicher armenischer Dissidenten. Sie sind nach den Worten des Bürgerrechtlers Gewissenshäftlinge, die verteidigt werden müssten. Was die Zukunft der Sowjetunion betreffe, sei er trotz zahlreicher Schwierigkeiten optimistisch. Die DDR hat die Ausfuhrzölle für bestimmte Waren drastisch erhöht. Seit dem 1. Februar werden zum Beispiel auf Fachliteratur und Musikinstrumente nicht mehr wie bisher 30% bzw. 50% Zoll erhoben, sondern 200%. Dasselbe gilt für Lebens- und Genussmittel oder auch für Spielsachen. Für alle im Ostberliner Gesetzesblatt nicht genannten Artikel müssen künftig statt 50% 150% des Warenwertes gezahlt werden. Die Freigrenze für Waren, deren Ausfuhr genehmigt ist, beträgt weiter wie bisher 100 Mark der DDR. Eine einheitliche Quellensteuer von 15% in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft hat die EG-Kommission vorgeschlagen. Sie will verhindern, dass die Kapitalflucht wächst, wenn Anfang der 90er Jahre der Kapitalverkehr nach und nach freigegeben wird. In Luxemburg zum Beispiel gibt es derzeit überhaupt keine Quellensteuer. In Irland liegt sie bei 35%. Die geplante einheitliche Steuer soll erhoben werden auf Zinserträge aus festverzinslichen Wertpapieren und aus Einlagen bei Kreditinstituten, nicht aber auf Dividenden. Die Kleinsparer, so betonte die Kommission, sollten unangetastet bleiben. Kenias Präsident Moi hat den Bonn-Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft aufgefordert, verstärkt in seinem Land zu investieren. Moi, dem in seiner Heimat willkürlicher Umgang mit politischen Gegnern vorgeworfen wird, wurde zu Beginn seines offiziellen Besuchs von Bundesratspräsident Engholm mit militärischen Ehren begrüßt. Die Bundesregierung hat seinem Land 817 Millionen Mark Schulden erlassen, mit der Auflage, das Geld für Umweltschutz zu verwenden. Engholm, der Bundespräsident von Weizsäcker in dessen Urlaub vertritt, lobte die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Kenia und der Bundesrepublik als modellhaft. Das SPD-Magazin Vorwärts kann nun doch vorerst weiter erscheinen.
SPD-Schatzmeister Klose gab heute grünes Licht für 3 weitere Ausgaben bis zum Monatsende. Ursprünglich sollte das Traditionsblatt bereits diese Woche zum letzten Mal herauskommen. Der Parteivorstand hatte letzte Woche beschlossen, wegen hoher Defizite die Produktion einzustellen. Der geplante Parteitag der NPD, der am kommenden Wochenende in Raden im Kreis Minden-Lübbecke stattfinden sollte, ist untersagt worden. Die Kreispolizeibehörde und die Stadtverwaltung haben die Versammlung verboten. Sie sei zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden, hieß es in einer gemeinsamen Begründung zu der Ordnungsverfügung. Wegen angekündigter Gegendemonstrationen steige das Risiko drohender Gewalttätigkeit. Zunächst hatte der DGB Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, der NPD und ihrem Umfeld durch friedlichen Protest eine eindeutige Absage zu erteilen. Unterstützt wurde der Aufruf inzwischen von zahlreichen anderen Organisationen. Die NPD will gegen das Verbot das Verwaltungsgericht anrufen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die an Euthanasieprogrammen in der NS-Zeit beteiligten Frauenärzte Bunke und Ulrich zu Mindeststrafen von 3 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Für die beiden 74-Jährigen endete damit ein 28-jähriges Verfahren wegen Beihilfe zum Mord an Tausenden von psychisch Kranken. Das Strafverfahren gegen die beiden angeklagten Ärzte, es ist ein Stück Justizgeschichte. 1967 vom Vorwurf des tausendfachen Mordes freigesprochen, hob der Bundesgerichtshof 1970 das Urteil auf. Danach waren die Angeklagten verhandlungsunfähig, obwohl sie während dieser Zeit als Ärzte praktiziert haben sollen. Erst 16 Jahre später kam es zum erneuten Prozess vor dem Landgericht Frankfurt. Beide Angeklagten wurden zu je 4 Jahren Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum tausendfachen Mord verurteilt. Sie sollen 1940-41 mitgeholfen haben, psychisch Kranke zu vergasen. Die Zahl der Tötungen sei zu hoch, urteilen die Bundesrichter nun. In einem Falle nur 2340 statt 4500, im anderen nur 9200 statt 11.000 Mordfälle. Im letzten Fall um 16% weniger, so steht's im Urteil. Um das Verfahren aber zu beenden, sprachen die Richter nun die gesetzliche Mindeststrafe von 3 Jahren aus. Für Mordbeihilfe in nur einem Fall hätte sie auch verhängt werden müssen. Mit der Entscheidung dürfte wahrscheinlich der letzte NS-Euthanasie-Prozess rechtskräftig beendet sein. Es ist aber auch das Ende einer der traurigsten Kapitel der bundesdeutschen Justiz. Sie hat es mitgemacht, dass dieses Verfahren gegen die Ärzte 28 Jahre gedauert hat und hat zum Schluss buchhalterisch aufgerechnet, dass weniger Morde und die Beihilfe dazu vielleicht auch weniger Strafe als 4 Jahre bedeuten könnte. Dass Zweckmäßigkeitsgründe, um das NS-Verfahren endlich abzuschließen, bevor die Angeklagten sterben könnten, für die Bundesrichter ausschlaggebend waren, es kann nicht befriedigen. Michaela Gerg aus Lengries hat bei den alpinen Skiweltmeisterschaften im amerikanischen Vail eine Bronzemedaille im Super-G gewonnen. Sie war nur 0,04 Sekunden langsamer als die Siegerin Ulrike Meyer aus Österreich. Zweite wurde Sigrid Wolf, ebenfalls eine Österreicherin. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch, Ziehung A, 4, 14, 22, 29, 30, 34, Zusatzzahl 21. Ziehung B, 1, 16, 23, 32, 43, 45, Zusatzzahl 49. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 9, 7, 6, 7, 2, 9, 4. Diese Zahlen sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 9. Februar. Das Satellitenbild zeigt über dem mittleren und südlichen Deutschland Nebelgebiete. Sonst ist es über Deutschland überwiegend wolkenlos. Bis nach Schleswig-Holstein reicht das Wolkenband eines Tiefausläufers über Südskandinavien. Dieser Tiefausläufer zieht nordostwärts, so dass morgen ganz Deutschland in den Einflussbereich des sich nordwärts ausdehnenden umfangreichen Hochs über Mitteleuropa gelangt. Die Vorhersage für morgen. Nachts und morgens stellenweise Reifglätte, sonst teils anhaltend neblig trüb, teils aufgeheitert, in Lagen oberhalb etwa 600 Meter durchweg sonnig, niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 3 bis minus 2, im Süden örtlich bis minus 5 Grad. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Bei längerem Sonnenschein örtlich bis 12, in Nebelgebieten nur um 1 Grad. Schwacher Wind um Süd. Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wenig Änderung.